sehen. Okay? Aber wenn es heißt, hier in diesem Fall, Alan Tara Ila, hast du nicht jene gesehen oder siehst du nicht jene, gemeint ist nicht mit sehen. Gemeint ist nachdenken über. Nachdenken über. Yara Ila kann sein, ich schaue auf etwas oder sehe auf etwas, ja. Aber gemeint ist hier, hast du nicht nachgedacht über diejenigen, die das und das gesagt haben oder tun. Ja? Also hast du nicht nachgedacht über diejenigen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde. Ich sage das warum, weil manch einmal kam ein Kafir zu mir und hat gesagt in der Aya im Surat al-Anbiya, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا, wo Allah sagte, haben denn die Ungläubigen nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde ein zusammenhängendes Stück waren und danach haben wir sie getrennt? Und dann hat er zu mir gesagt, nö, habe ich nicht gesehen. Ja? Und hab ich ihm versucht zu erklären, dass gemeint ist, nachgedacht darüber. Nachgedacht darüber. Und weil das hat ja kein Mensch gesehen. Das hat ja stattgefunden, bevor es die Menschen gegeben hat, offensichtlich. Ja? So. Und wie willst du jetzt jemandem erklären, der eine Koranübersetzung hat und es steht in allen so drin und das ist viel zu kompliziert. Ja? Deswegen hoffen wir, dass man immer solche Fehler ausbessert in neueren Ausgaben. Ja? Siehst du nicht jene, obwohl man natürlich aus dem Deutschen das auch verstehen kann. Also man muss nicht so die Leute, also man kann nicht davon ausgehen, dass die Menschen so dumm sind, dass sie das nicht verstehen. Ja? Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, gemeint ist die Juden und die Christen, aber hier im speziellen Fall gemeint sind die Juden. Hast du nicht nachgedacht über jenen, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, ist der Teil der Tora, ja? Weil ein Teil davon ist verfälscht. Der andere Teil, die haben sie nicht mehr. Ja? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter. Ja? Das heißt, sie glauben dran, heißt, sie glauben, dass es wahr ist. Ja? Das ist die ursprüngliche Wortbedeutung von Iman ist Tasdiq. Das heißt, zu sagen, dass etwas wahr ist. Etwas als wahr und richtig bestätigen. Und das ist genau die gleiche Definition wie im deutschen Wörterbuch. Und deswegen habe ich diesen einen Artikel geschrieben, der heißt Problemlose Übersetzung der arabischen Begriffe in die deutsche Sprache. Ja? Weil das Wort Iman und das Wort Glauben überschneiden sich teilweise. Nicht hundertprozentig bedeutend, das gebe ich zu, aber überschneiden sich. Und aufgrund dieser deutlichen Überschneidung kann man sehr wohl den Begriff Glauben für Iman verwenden. Ja? Aber gleichzeitig sagen wir, wenn wir Muslime die Begriffe verwenden, die Allah im Koran erwähnt hat und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erwähnt hat, und damit wir alle die gleiche islamische Sprache verwenden, sage ich, es ist viel besser. Zweifellos. Ja? Nur man darf nicht immer den Übel nehmen, wenn er sagt, Glauben ist wie Iman und ähnliches. Ja? Weil kein Christ zweifelt an Gott. Ja, kein deutscher Christ, der sagt, ich glaube an Gott, zweifelt daran. Sondern sagt, ich glaube an Gott, dann meint er tatsächlich seinen Glauben. Ja? Ja. Wie dem auch sei, das ist ein kleiner Ausschweifer. Siehst du nicht jene Juden, denen ein Teil der Schrift, der Tora, gegeben wurde? Ja, darum geht's. Das heißt, sie glauben, und dann heißt es, sie glauben an Zauberei und an falsche Götter. Aber Al-Jibit kann bedeuten Zauberei, wie es hier übersetzt worden ist, und kann auch bedeuten Sanam, das heißt irgendein Götze, der angebetet wird. Ja, ein Götze, der angebetet wird. Und dann sagt der Gelehrte sagte, rahimahullah, es beinhaltet nicht nur Zauberei und nicht nur falsche Götzen, sondern auch Wahrsagerei und alles, was in diese Kategorie gehört. Wat-Tagut. Sie glauben an Al-Jibit, das Wort, was wir gerade erklärt haben, und sie glauben an Tarut. Und Tarut, darüber haben wir auch ausführlich gesprochen und haben gesagt, kommt vom arabischen Wort Tara, das heißt seine Grenzen überschreiten. Das heißt, jeder Diener Allahs, der seine Grenzen überschritten hat, von Al-Ubudiyya, von der Dienerschaft, von dem Menschsein in Richtung Göttlichkeit, ja, der hat seine Grenzen überschritten. Ja. Egal, ob es sich bezieht auf eine Person, die das tut, oder eine Person, mit der das getan wird. Das heißt, und die damit dann auch zufrieden ist. Das heißt, wenn ich jemanden, meine Grenzen überschreite und jemand anderes, Halal zu Haram erkläre oder Haram zu Halal erkläre, dann bin ich ein Tagier oder ein Tagut, weil ich habe meine Grenzen als Mensch überschritten. Das darf ich nicht machen.
Und das Gleiche gilt aber auch aus anderer Sicht. Ich bezeichne jemand anders als Tagut, mit dem das gemacht wird. Das heißt, dem Mann gehorcht, ja, die sind auch Tawarit, aber die Person, mit der das gemacht wird, ja, wie zum derjenige, der angebetet wird, ist wie Pharaon, ist auch ein Tagut unter der Bedingung, dass er damit zufrieden ist. Unter der Bedingung, dass er damit zufrieden ist. Denn der arme Isa a.s. und die anderen, die angebetet werden, ja, die können ja nichts dafür. Also können wir sehen, weil Tagut ist schon ein schlimmer Begriff. Wir können nicht zu Isa sagen, Tagut, aber das geht nicht, ja. Gut. Und jetzt lernen wir erst gleich kennen, wie diese Ayat in Zusammenhang stehen mit dem Kapitel, den wir gerade angefangen haben. Und zwar, dass manche Menschen anfangen werden, aus dieser Umma falsche Götter anzubeten. Falsche Götter anzubeten. Und zwar, was ist denn eigentlich passiert? Was ist denn eigentlich passiert? Und zwar, also über diese Ayat jetzt. Siehst du nicht jene Juden, denen ein Teil der Tora gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf den rechten Weg geleitet als die Gläubigen. Und zwar kam Ka'b al-Ashraf, ein Jude, nach Mekka und versammelte sich mit den Muschrikin. Und dann sagten die Muschrikin zu Ka'b al-Ashraf, sagten sie, sag mal, was denkst du eigentlich über diesen Mann, über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der behauptet, besser zu sein als wir? Ja? Die Muschrikin sagen zu den Juden, was denkt ihr Juden über Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, er ist besser als wir Muschrikin. Und dann sagten die Juden als Antwort zu den Muschrikin, Ha'ula ahda min alladhina amanu sabila. Diese da, die Muschrikin, sind eher auf dem rechten Weg geleitet als die Gläubigen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemand, der so etwas sagt, obwohl er die Schrift hat, At-Tawrah hat, und weiß, was Tawhid ist und was Schirk ist, und die Götzen, die 360 Götter um die Kaaba haben, anbeten sieht, jemand, der so etwas sagt und sagt, die sind auf dem richtigeren Weg, als jemand, der sagt, La ilaha illallah, über den sagt, was soll man mit dem machen? Soll man jetzt mal versuchen, mit ihm zu sagen, pass auf, schlagt doch mal eure Tora auf Seite so und so, Aya so und so, Sura so und so, da steht doch das und das drin. Mensch, Leute, das kann doch nicht sein. Nein, weil sie waren ja, das ist ein Gelehrter. Ka'b al-Ashraf war ein gelehrter Jude. Mit dem braucht man nicht diskutieren, der weiß schon. Deswegen war die passende Antwort Allahs darauf, er sagte, Subhanahu wa ta'ala, Ula'ika alladhina la'anahumullah. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und dann sagte er, Wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Und wen Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Und das ist die angemessene Antwort auf jemand, der so etwas tut. Denn wenn man mit Wissen, ob man Wissen hat und dann auch noch lügt dabei, das ist ja also eine Katastrophe, für die es natürlich keine Ausrede gibt. Ja. Und dann erwähnt der Autor, rahimahullahu ta'ala, einen weiteren weitere Ayah, und zwar die Ayah 60 aus Surat al-Ma'idah, sagt er, sagt Muhammad, sagt zu ihnen, soll ich euch kundtun, soll ich euch mitteilen, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist? Was noch schlechter ist? Ja? Diejenigen Antwort, diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen. Diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeirrt. Ja. Also, und dieses natürlich auch in Bezug auf die Gruppe von Juden herabgesandt worden, die den Samstag, den Sabbat nicht eingehalten haben. Und die Geschichte ist bekannt, sie ist ganz zu kurz zusammengefasst und die ist auch in Wirklichkeit nicht viel länger als dies. Und zwar haben sie, ihnen ist verboten worden, am Samstag zu fischen. Und sie haben dann einfach gemerkt, dass samstags Allah hat sie geprüft, hat er dort mehr Fische in das Meer oder da, wo sie geangelt haben, schwimmen lassen als sonst. Und dann haben sie einfach ihre Netze freitagabends ausgespannt oder freitags ausgespannt und dann haben sie sonntags
wieder eingezogen und da waren die Fische drin. Dann haben sie gesagt, wir haben nicht am Samstag gefischt. Ich wünschte, dieses Beispiel würden die Leute sich einfach nehmen, um zu gucken, ob und dann vergleichen, wie viele Leute als Muslime versuchen, manchmal Sachen aus dem Weg zu gehen. Sachen aus dem Weg zu gehen, ja. Ein Beispiel können wir mal erwähnen, warum nicht. Geht um Zinsgeschäfte. Du weißt ganz genau, dass Zinsen haram sind. Dir ist das bewusst. Du willst ja nicht sagen, dass du Zinsen nehmen willst und geben willst. Also einigst du dich mit dem Verkäufer, sagst zu ihm: Pass auf, Junge, schreib auf das Papier einfach einen größeren Betrag drauf und du machst es dann mit der Bank, wie du willst, aber Hauptsache, ich habe damit nichts zu tun. Okay? Und auf dem Zettel steht nichts von Bank drin, sondern auf dem Zettel steht nur drauf: Ich habe dir das Auto verkauft für den und den Preis. Fertig, das war's. Obwohl du ganz genau weißt, dass in Wirklichkeit Verkäufer, im billigsten Fall, ich weiß nicht, ob das in der Realität dann so abläuft, nimmt er diesen Betrag, der größer ist, der ihm eigentlich zusteht. Er selbst kann dann Geld von der Bank leihen, ist kein Problem. Okay? Und zahlt dann, selbst kann er dann die Raten zurückzahlen mit dem Geld, was er von dir schon bekommen hat. Ja, kein Problem mehr. Und du hast die Zinsgeschäfte direkt mitgemacht. Ja? Nur du denkst, weil es nicht auf deinem Papier drauf steht, denkst du hast damit nicht mitgemacht. Ja, ja. Also, dann, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden bestraft, bestraft er ihn immer gemäß dem, was er getan hat. Gemäß dem, was er getan hat. Ein Mensch bekommt eine Amana, ein anvertrautes Gut, dass er irgendwas damit machen muss, eine Amana. Ja? Ich gebe dir zum Beispiel eine Amana und du musst diese Amana bringen, meinetwegen, in eine andere Moschee, eine Sadaqa, eine Spende, Zakat zum Beispiel. Gib dir Zakat und du musst es zu einer bestimmten Moschee bringen, zu einem armen Menschen bringen, sage ich. Weil die Leute denken, die können Zakat zur Moschee bezahlen. Sag ich, zu einem armen Menschen geben, okay? Wenn du diese Amana annimmst, ja, und diese Amana nicht der Person bringst, wie es abgemacht war, und du stirbst in diesem Zustand, ja, dann hast du ein großes Problem. Weil diese Amana wird Allah nehmen und wird sie in die Hölle werfen. Und dann wird er zu dir sagen, oder ein Engel: Jetzt nimm deine Amana und gib sie der Person, der sie zusteht. Das heißt, die Person muss in Jahannam gehen, die Amana holen, rausholen aus der Hölle und der Person geben. Und Allah musta'an, ich weiß nicht, wie er das machen wird. Okay? Und das ist warum. Das heißt, die Bestrafung ist abhängig. Was hat er falsch? Er hat die Amana nicht gebracht. Also seine Strafe in Akhira, er muss die Amana bringen. Das war's. Ja? Und das gleiche gilt für die Juden, die den Sabbat, also gebrochen haben. Ein ordentlicher Mensch macht sowas nicht. Aber sie haben sowas gemacht. Was ist ihre Bestrafung? Sie wurden unter anderem in Affen umgewandelt. Die Affen sehen nämlich ähnlich aus wie die Menschen. Das äußerlich, die sehen aus eigentlich wie Menschen, aber sind sie nicht. Ja? Also das ist auch eine Hikma, warum sie in Tiere. Und Schweine natürlich, weil das verachtenswert ist. Ja? Es gibt kein verachtenswerteres Tier als ein Schwein und ein Hund, weil sie ja najis sind. Ja? Wallahu ta'ala. Gut. Dann. Weiter. Wir kennen Surat al-Kahf, weil wir Surat al-Kahf, Alhamdulillah, jeden Freitag lesen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns darüber, über eine Gruppe von gläubigen Menschen, die in einer Stadt waren und diese Stadt war dort lebten Leute, die waren Mushrikin und die sind dann geflohen, mit ihrer Religion geflohen, haben Hijra gemacht, sind ausgewandert aus der Stadt. Und dann hat Allah sie in eine Höhle geleitet und da sind sie in diese Höhle gewesen und haben dort 300 Jahre und noch 9 dazu verweilt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie nicht immer auf eine Seite schlafen lassen, sondern auf die linke Seite, dann mal auf die rechte Seite, damit das Blut sich nicht staut auf einer Seite und so weiter. Und als sie dann aufgewacht sind, haben sie herausgefunden, zusammengefasst haben sie herausgefunden, dass die Stadt, vor der sie vorher geflohen sind, ist gläubig geworden und sind Muslime. Alhamdulillah. Nach über 300 Jahren. Diese Geschichte, nachdem diese Menschen gestorben sind, haben sie Folgendes gesagt: Lasst uns über diese Gräber eine Moschee bauen.
Lasst uns über diese Gräber eine Moschee bauen.